So, in unserer Level 2 hier, wo ich gerade sagen, in der Open Beta, sind wir jetzt hier bei den Motorrädern soweit durch. Ja, wir müssen jetzt mal einmal kurz irgendwo rüber springen, weil ich glaube, ich kriege nämlich diesen einen Follower nicht mehr zusammen. Deswegen fangen wir jetzt mal an, so ein imaginärer Zeitsprung sozusagen. Fangen wir jetzt mal an, hier diese Pro Racing HQ uns anzugucken. Gucken wir mal, was da so drin ist. Was uns da so Neues erwartet. Neue Disziplin. Touring-Car. Lol, 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 lol. Jetzt hier mal im. Oh. Ei. Sowas nachher auch noch. Oder ködern die jetzt gerade nur? Was in unserem Postfach drin? Nee. Das war auch lustig. Was soll ich kaufen? Es ist. Hier so viele Fahrzeuge? Also. 300 vielleicht. Was haben wir denn überhaupt? Was kostet das denn? Ach du Scheiße. Sehen die schick aus. Die werden aber alle teuer. Oh, der sieht aber mega schick aus, ne? Komm her. Hat der was? Was kostet der denn? 382.000 oder was? Ja, hier wird schon zu teuer. Habe ich nicht. Okay, ja, dann machen wir das so, ne? Naja, der sieht mega lecker aus. Cool ist weg. Okay. Zwei neue Aktivitäten wieder nur. Okay. Von links nach rechts, würde ich sagen, ne? Hauen wir uns erst die rein. Wenn du maximale Ergebnisse willst, musst du dein Auto wie deine Westentasche kennen. Jedes Geräusch, jeden Hopser, jede Vibration. Denn wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du nicht dein Bestes geben. Also achte du auf dein Auto. Ich achte auf dich. Das ist noch ein bisschen rutschig, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh, das ist ein Fahrgefühl. Jawohl. Das macht schon mehr Spaß als die ganze andere Rotze. Oh nein. Ist hier nicht so?
Ja, das kann der Exe, ne? Einmal schön an der Bande lang. Über die Bahn. Das sind die Curbs, die sich so anhören. Ich dachte, das war die Wand. Zeitversetzt, oder? Hab ich das Gefühl. Wird zu spät, ich auf jeden Fall. So, und solche Sachen finde ich ein bisschen komisch an dem Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder du bleibst komplett stehen oder du rutschst da einfach durch die Kurven durch. Das ist auf jeden Fall ein Rap-Kriterium. Meiner Meinung nach. Oha, wie viele Runden musst du denn machen? Ist doch eindeutig. Oh ne. Ach da, okay, da ist Ende. Ente! Okay, da hat wohl alles zusammengepasst. Alter, der Mercedes wieder. Einsammeln. Ja, das haben wir. Tune. Da wird ja nichts besser. Naja, egal. Das ist irgendwie immer so ein bisschen, weil ich das erste Teil noch nicht eingebaut habe. Oh, naja. Zweites Rennen. Ups, so kurz ist. Kinder unter 12 haben freien Eintritt zu allen Events des diesjährigen Rennkalenders. Zweite Rennen war irgendwo hier versteckt, oder? Ja, da. Blitzreise! Heute fährst du wohl im Regen. Sieh's nicht als Problem, sieh's als Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Das kann nervenaufreibend sein, aber bleib einfach im Flow und es kann auch spannend werden. Auf jeden Fall ein bisschen anders an. Machen wir die Strecke einfach nur andersrum? Oder, nee, die ist schon ein bisschen anders. Okay.
Aber das ist wirklich alles Northard. Username, hi. Es ist schon draußen. So wie es jetzt ist, ist es draußen. Echt jetzt? Einfach nur Open Beta und es ist schon draußen. Okay. Dann werde ich es mir definitiv auf jeden Fall nicht besorgen. Definitiv. Dafür finde ich, nee. Hat zu viele Kriterien. Wofür es ausschaltet für mich. Macht so ganz doll Spaß. Ja, so ein bisschen Spaß macht es vielleicht, aber... Also es gibt bestimmte Sachen, die sind auf jeden Fall noch... Nee, das ist die Open Beta, soweit ich das weiß. Ich glaube nicht, dass das raus ist. Ich weiß das, weiß den Release nicht. Legst du 20 bis 25 GB runter und dann hast du's. Dann ist es da. Zwei Tagen? Okay, na ja, dann. Wie gesagt. Das aussieht hier. Nee. Du hast die Close auf der Xbox gezockt und die war mega. Also ich habe die Close auf dem PC gezockt und hab mir gedacht, okay, naja, das haben muss. Hier sind voll viele Bugs drin und voll viele komische Sachen, so die nicht zu Ende gedacht worden sind. Alleine was die Fahrphysik oder das Auto angeht, ja, das bewegt sich so alles ganz schick, ist ganz cool. Und sobald du irgendwo gegenfährst, macht es nichts anderes. Es bewegt sich einfach so weiter, wie du die ganze Zeit normal fährst. Weißt du, wie ich meine, das sackt vorne nicht ein oder so. Mal fährst du gegen die Wand in der Kurve, da flutschst du einfach durch die Kurve durch und mal bleibst du einfach stumpf stehen. Nee, also ich weiß nicht, das sind für mich Sachen, sollten die das erstmal gebacken kriegen. Dann können die gerne von mir Kohle haben, damit ich das spiele. Wir haben vorhin auch zu zweit gezockt, ja. Aber es geht ja nicht um den Spaß, sondern es geht ja darum, ich sag ja, Spaß macht das Spiel schon irgendwo, ja. Aber das turnt ab. Bestimmte Sachen turnen einfach ab. Zum Beispiel das Driften, das fühlt sich doch auch total komisch an. Weiß ich nicht. Wie gesagt, muss jeder selber wissen für sich. Ich find's halt nicht so klasse. Beta zocken und dann hat sich das für mich, glaube ich, erledigt. Auch hier werden noch zwischendurch einfach die Sachen nicht angezeigt, die Verbesserung. Das gerade schon, aber hier zum Beispiel die Bremse eben nicht. Okay, das gleich geblieben. Was ist hier? Wurde vorhin eben auch nicht angezeigt, als ich das Dingens hab hier upgraded. Müssen auf jeden Fall noch was dran machen. So, wir hätten jetzt noch irgendwas mit Level 2, ne? Das machen wir vielleicht nachher weiter, wenn Dings wiederkommen. Cool, ne, das könnten wir uns jetzt auch. Teil waren wir schon? Ich glaube, ne? Kann das sein? Waren wir da noch nicht? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal schnell. Ich habe nur keine Kohle mehr, um irgendwas zu kaufen. Fahrzeug kaufen. Doch, da könnten wir noch. Ja. Yeah. Was gönnen Sie sich hier? Gönnung.
2 neue Aktivitäten. Plopp. Und was das ist? Voll die Knutschkugel, Alter. Der passt da gerade rein. Es heißt, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Aber wir haben dort ein Rennen vor uns und jeder wird davon erfahren. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Nur Kanäle, Becken. Und vielleicht unterwegs noch ein paar Schwimmbäder. Warum nicht? Das ist ganz groß. Es ist das erste Rennen hier. Ein Bootsrennen mitten in der Wüste. Die Idee ist verrückt, aber genau deshalb funktioniert es. Und als nächstes machen sie ein Flugrennen auf dem Strip. Nee, das wird es nicht geben. 3, 2, 1. Das ist jetzt hier mit Freestyle zu tun. Lass uns daraus ein großartiges Rennen machen. Nehmen wir den noch ein. Muss da durch. Apropos, verrätst du mir, warum wir ein Bootsrennen in der Wüste veranstalten? Anscheinend nicht. Wow! Dafür, dass es die Freestyle-Sektion ist, ist das, weiß ich nicht. Man muss die Freestyle zählen. Ganz normales Rennen, oder? Irritiert mich gerade ein bisschen. Dinger kippen so schnell um. Vorne ist die Sicht besser, oder? Ja, da habe ich auch gehört. Jetzt wird es Zeit, vollen Einsatz zu bringen. Weil gleich das Ende kommt, oder? Ente! Uns ist Do-It-Yourself angesagt. Was du machen willst, gibt es noch nicht? Dann erfinde es, tune es, teste es. Und wenn keiner hinguckt, bam, lass es los. Genau, wir müssen die Menge und die Piloten bei Laune halten. Wir müssen immer etwas Neues finden, etwas, das hängen bleibt, um allen zu sagen, bleibt dran und seht, was als nächstes kommt. Oh. Das Boot rein. Ach, dahin. Hin. Oh, verkehrt. Was ist? Ich erkläre dir nochmal die Jet-Sprint-Boote. Sie haben keine Propeller und einen flachen Boden. Mit genug Schwung kannst du also eine Abkürzung nehmen und über kurze Landstücke hüpfen. Und das wirst du müssen, wenn du Rekorde schlagen willst. 3. Okay, das nehmen wir uns mal zu Herzen. One.
Oh, ich war gerade getriggert von dem hellen Licht da. Ich dachte, das sind Sachen zum Einsammeln. Na, jetzt verstehe ich auch. Also, auf der Map kann ich schon eher verstehen, dass das eine Richtung fließt. Da geht mit mir über die Land. Da hüpfen und solche Geschichten. Hey, oh, 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 jetzt wird was abgehoben. Du machst es mir wirklich nicht leicht. Ja. Ist ein Rennen, ne? Mehr oder weniger. Wenn das Ding mal stehen bleibt auf dem Wasser, dass du in den Eingang wirfst. Zack! Bing! Ist die Vorgabe an mir vorbeigezischt? Oha, sechs Teile. Das sah eben mehr aus. Jetzt haben wir die beiden Sachen ja auch schon fertig, ne? Das heißt, wir hätten ja noch diesen einen Follower, der fehlt mir auch. Ich glaube, das geht in der Beta nicht weiter. Ich glaube, wir kommen nicht über 46.499. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Vielleicht kriegen wir oder finden wir hier noch irgendwas. Wir machen mal dieses Drift-Ding-Gedöns hier nochmal. Ich glaube, das gibt es noch. Street Racing beitreten.